Ich möchte auch nochmal Hallo sagen überall. Anybody here who doesn't talk German and who is interested in what I'm talking about? Okay, also dann bleibe ich bei Deutsch. So viel dazu. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Marc Grimme. Wie schon gesagt, ich arbeite bei Fidor. So sehen die modernen Piraten aus. Und ich sehe jetzt auch nicht gerade wie einer aus, aber ich habe mich heute rasiert. Wie auch immer. Ich möchte heute mal so ein bisschen was erzählen, wie unser Verständnis ist, wie wir uns vorstellen, dass wir in Zukunft und auch aktuell schon Software im Bereich Banking entwickeln können. Ich habe auch schon eine ganz interessante Referenz noch ein bisschen mitgebracht. Kennt jemand Fidor? Oder auch einige. Wer hat ein Konto da? Wow. Cool. Hm? Gut. Fidor Bank, schätze ich mal, oder? Genau, weil wir sind sozusagen die Tochter von der Fidor Bank, die Fidor.com. Wir werden uns jetzt schrittweise immer mehr von der Bank ablösen. Da werde ich gleich noch mal kurz was dazu erzählen. Also mein Plan ist jetzt, ich erzähle einfach, was wir machen. Gerne immer Fragen stellen. Ich glaube, da haben wir am meisten davon alle. Einfach rein, ich versuche dann drauf zu antworten oder auch nicht. Ich werde immer mal wieder so ein bisschen rumswitchen zwischen Technologien und Methodiken, weil ich der Überzeugung bin, dass die zusammengehören. Ich werde hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen provozierend sein, das gehört dazu. Aber im Grunde genommen möchte ich einfach erzählen, wie wir vorgehen, was wir machen und dass das sogar auch Spaß machen kann. Genau, also erzähle ich kurz was noch zur Fidor. Ich überspringe die Folie mal. Wo kommt der Gedanke Pirates of Banking her? Also wir verstehen uns natürlich, wie viele andere natürlich auch, als die Firma, die die Idee des Bankings revolutioniert. In welcher Form revolutioniert? Aus meiner Sicht ist es nicht ganz falsch. Erstens, ich trage keinen Schlips, ich habe keinen Anzug an und bei uns läuft nicht mehr der Vorstand mit Anzug rum. Auf der anderen Seite haben wir oder vertreten wir die Überzeugung, dass ein modernes Banking API-driven sein muss. Bedeutet, dass man sozusagen mindestens mal das Frontend von den Core-Services in der Form trennen kann, dass sie völlig entkoppelt laufen können. Wir denken da sogar noch ein bisschen weiter und da ist eigentlich das Schiff, auf dem wir segeln. Wir nennen das Fidor OS, das ist unser Flaggschiff, unser Produkt. Das Schiff reparieren wir auch, das bauen wir zusammen und auf dem segeln wir auch. Also das betreiben wir auch. Und eine meiner Überzeugungen ist zum Beispiel auch, dass diejenigen, die das Schiff bauen, idealerweise auch drauf segeln sollten, weil dann wissen sie auch, was sie machen. Und idealerweise natürlich auch jeder ein Konto bei uns haben sollte. Wie gesagt, das Wichtigste für uns ist eigentlich strategisch, dass wir unsere Software an APIs ausrichten. Und daran leiten sich dann natürlich viele Konzepte und Ideen ab. Wir sprechen mittlerweile sogar davon, dass wir Northbound APIs und Southbound, ich glaube, das ist so ein bisschen schon ein Begriff. Also einmal geht man natürlich nach irgendwelchen internen Diensten, an die man sich anknüpfen will und andererseits versucht man natürlich irgendwie Frontends anzubinden. Und das setzt natürlich völlig unterschiedliche Herausforderungen an die API voraus. Also wenn ich ein Frontend anbinde, speziell ein Banking-Frontend, muss man sich mal vorstellen, dann habe ich natürlich ganz andere Sicherheitsanforderungen, als wenn ich in einem Datacenter ein Core-Banking-System oder andere Dienste anbinden will. Das sind völlig andere Anforderungen an die API, an die Skalierbarkeit, an die Kopplung, an ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber für uns kommen noch ein paar Punkte dazu, denn wir denken auch, dass von den Seiten auch Verbindungen herkommen, zum Beispiel Payment Processor. Das sehen wir jetzt nicht so sehr als Southbound, weil es meistens über VPN angebundene externe Dienstleister sind oder sowas. Das ist also auch wieder ganz anders, kann man jetzt auch nicht sagen, aber eine relativ andere Herangehensweise, als wenn ich zum Beispiel ein Frontend oder eine interne Dienst anbiete. Und da denken wir natürlich in beide Richtungen, also West und Ost. Ich habe mal so einen Punkt hingeschrieben, der uns natürlich auch treibt. Ich weiß nicht, wer PSD2 schon gehört hat. Das ist so ein neuer Banking-Standard, der alle Banken dazu zwingt, übertrieben gesagt, ihre APIs offen zu legen oder zumindest mal über APIs an ihre Systeme
sich anschließen zu können. Das wird kommen, das ist EU-technisch, regulatorisch bereits entschieden. Das heißt, wir werden in Zukunft, wie das dann aussieht, kann ich überhaupt nicht sagen, kann ich auch nicht vorhersagen, aber wir werden in Zukunft immer mehr, auch im Bankenbereich, uns mit solchen Themen beschäftigen müssen und dazu Lösungen finden. Das heißt, da sehen wir uns natürlich sehr bestätigt darin, dass wir sozusagen die richtige, naja, richtige, aber eine Strategie verfolgen, die in die Richtung geht und damit auch natürlich der Regulatorik recht gibt. Und je mehr ich so in andere Banken reinhöre, desto mehr sehe ich und werde ich auch überzeugt davon, dass sie da Schwierigkeiten haben. Dann sagen wir es mal so. Vielleicht noch mal kurz zurück zu mir. Ich habe ganz wenig Ahnung von Banken. Ich arbeite seit 3 Jahren bei Fidor. Vorher hatte ich nichts mit Banken zu tun. Von daher, wenn Sie Fragen zu den Themen haben, muss ich mal gucken, ob ich die beantworten kann. Ich denke, zu technischen Fragen werde ich sicher Antworten haben. Also wir sind die Fidor und zu uns gehört noch die Fidor Bank, wo Sie alle ein Konto haben sollten. Wieso? Erstens, weil wir es machen, ist ja klar. Und dementsprechend finden wir das natürlich toll. Und die Bank bringt natürlich immer wieder neue innovative Ideen und Konzepte. Zum Beispiel haben wir jetzt als letzte größere, interessante Referenz meiner Meinung nach einen Kunden gewonnen oder einen Kunden implementiert. Noch nicht vollständig in Produktion, aber immerhin schon sehr stark durch die Medien gegangen. Das ist O2, also es wird ein O2-Banking geben in Zukunft. Das haben wir gebaut. Das basiert eben auf unserem Produkt. Das ist eine Referenz für, wir nennen es No-Stack-Banking. Das bedeutet im Prinzip, dass ein Kunde, und das muss nicht unbedingt eine Bank sein, direkt auf unsere Infrastruktur koppeln kann und Banking-Services anbieten kann. Wie kann man das machen? Das kann man natürlich nur über APIs machen, ist ja klar. Oder er nimmt unser Frontend, das will ja natürlich keiner, weil man muss ja sehen, dass es irgendwie O2 ist und das Branding und so weiter ist ziemlich wichtig für die Kunden. Und deshalb ist das eigentlich unsere Antwort auf Kunden derer Art. Und wir bringen dann natürlich, beziehungsweise die Fidor Bank bringt dann natürlich die ganz wichtige Banklizenz mit, die man eigentlich braucht, ohne die man gar nichts machen kann. Also das wäre zum Beispiel so ein bisschen, um das Ganze abzustecken, jetzt mal ein kurzes, kleines Architekturbild. So verstehen wir unser Produkt. In der Mitte sind die ganzen roten Dienste. Das sind im Prinzip alles unterschiedliche Dienste, die wir entwickelt haben, teilweise klein, teilweise groß. Unser größter Dienst, Achtung Monolith, Achtung Legacy, ist unser Banking-Software. Da komme ich später noch dazu, auch mal ein bisschen zu erklären, was das überhaupt bedeutet, weil wir viele Diskussionen immer wieder überall mit unterschiedlichsten Leuten zum Thema Monolithen und Legacy und solchen Themen führen. Da habe ich auch eine Meinung dazu, natürlich, logischerweise. Und wir haben natürlich viele andere Dienste, die da drumherum sind. Nach oben binden wir dann über APIs Frontends an, unterschiedlicher Art. Zum Beispiel für O2 ist das natürlich ein mobiles, also das läuft alles auf dem Handy, da gibt es nichts mehr, was über eine Webseite läuft. Für die Fidor Bank läuft es über einen Browser im Moment noch und wir haben natürlich auch ein paar Mobile Apps und in Zukunft wird es natürlich auch über jegliche, weiß ich nicht, Facebook oder sonst was Verbindungen geben. Und nach hinten raus, das darf man nie vergessen, müssen wir, dadurch, dass wir unser Produkt natürlich auch so sehen, dass es flexibel ist, also nicht nur jetzt für die deutsche Fidor Bank funktioniert, sondern auch für andere Banken. Zum Beispiel bauen wir gerade für eine Bank im Nahen Osten eine Lösung. Und da muss man natürlich unterschiedliche Systeme anschließen können. Und das sehen wir als großer Vorteil. Das wären zum Beispiel diese Southbound-Geschichten, dass man halt von unten verschiedene Banksysteme anbinden kann und damit APIs ausliefern kann. Und unten drunter laufen halt diese alten Systeme weiter und können weiterhin betrieben werden. Und wir bauen halt dazwischen noch eine Mittelschicht, die sozusagen genau dieses Bridging macht und natürlich noch Logik mit einbaut. All diese Dienste haben wir alle auf Ruby on Rails entwickelt. Da gibt es keinen einzigen im Moment, der auf irgendeiner anderen Technologie basiert. Das ist alles, naja gut, Ruby on Rails, sagen wir mal, Ruby-basierte Web-Services. Wir haben ein paar, die jetzt nicht auf Rails laufen, zum Beispiel hier, der läuft auf Sinatra. Aber im Prinzip laufen alle auf Ruby-Technologien. Das ist unser, im Moment unsere Core-Technologie. Wird es in Zukunft so sein? Keine Ahnung. Im Moment ist es so. Alle APIs liefern sich über RESTful APIs mit im JSON-Datenformat aus. Und das sind so ungefähr die Standards, von denen wir reden. Das wäre jetzt nochmal No-Stack-Banking-Case, wie wir uns das vorstellen. Im Prinzip wiederholt das nochmal, was ich gerade gesagt habe. Was vielleicht ganz interessant ist, hier unten kann man dann natürlich
auch verschiedene Banken, Bankkunden realisieren, sodass zum Beispiel die O2-Kunden, was vielleicht Kunde 1 ist, nichts von den Kunden der Fidor-Bank mitkriegen. Und das müssen wir natürlich irgendwie gewährleisten. Dass man zum Beispiel auch Kunde sein kann bei der Fidor-Bank und bei O2, ohne dass das Probleme haben kann. Und das sind natürlich alles so Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Plus, dass wir halt Software für Banken entwickeln. Also ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, fand ich eigentlich ganz interessant, gibt wahrscheinlich noch Software für Atomkraftwerke, die ist irgendwie auch relativ wichtig, aber für Banken und vielleicht im Krankenhaus noch, aber für Banken ist die Wichtigkeit der Verfügbarkeit und der Datenkonsistenz, also fast sogar der Datenkonsistenz, sehr, sehr wichtig. Also wenn die Systeme mal stehen bei uns, dann brennt natürlich die Hütte und noch schlimmer, wenn irgendwelche Inkonsistenzen auftreten. Also das müssen wir natürlich immer, immer, immer ganz stark in Betracht ziehen. So, wie läuft unser, und jetzt springe ich wieder ein bisschen von Technologie zu, was ist unser tägliches Leben, was sind die Faktoren, die uns treiben? Also ich würde sagen, seitdem ich da bin, die einzige Konstante, die ich gesehen habe, ist Änderung. Also bei uns ändert sich immer was. Also wer mit Änderungen nicht klarkommt, hat bei uns wahrscheinlich ein Problem. Ich finde das aber gut, weil man dann wenigstens weiß, was man erwarten kann, nämlich Änderungen und zweitens, die einen wahrscheinlich am konsequentesten voranbringen können. Trotzdem bin ich natürlich auch überzeugt, dass große Änderungen selten wirklich produktiv sind, sondern dass man in kleinen Schritten zu großen Änderungen kommt. Also, und dann immer die Balance halten muss. Also wir haben einen Kunden, den wir weiter betreiben müssen, wir haben eine Software, die wir weiter betreiben müssen, wir können nicht auf einem grünen Feld neu anfangen, es geht einfach nicht. Wir können es vielleicht an Randbereichen machen, wir können es vielleicht mit bestimmten Kunden ausprobieren, aber wir können nicht die Welt neu erfinden. Und dafür hassen mich natürlich Leute bei uns, ist auch klar, aber wir führen da konstruktive Diskussionen zu solchen Themen. Im Moment, wie gesagt, ist unsere Core-Technologie Rails, hatte ich ja erwähnt. Wir seit ungefähr 1,5 Jahren, so viel zu Änderungen, arbeiten wir in Produktteams. Vorher haben wir, sage ich mal, in einem großen Entwicklungsteam gearbeitet mit unterschiedlichen Projekten. Dann kam der Wunsch des Teams, dass sie sich gerne umorganisieren würden. Auch da war ich jetzt nicht der größte Freund. Trotzdem habe ich feststellen müssen, dass ich Unrecht hatte, sondern mittlerweile, also seitdem wir das gemacht haben, läuft es wirklich gut. Das wollte ich auch mal ein bisschen erzählen, wie das so laufen kann, was man da so beachten muss. Wir nutzen aus meiner Sicht moderne Technologien, weil natürlich alle neuen Leute, die zu uns kommen, irgendwelche neuen Themen mit reinbringen. Da geht es los mit eben Microservices, agilen Methodiken, aber auch Themen wie Cloud und Containertechnologien sind für uns natürlich Punkte, die wir immer wieder zu hören kriegen und auf die wir uns einstellen müssen und wo wir natürlich auch versuchen, Implementierungen zu machen. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Microservice-Strategie habe, werde ich um Container nicht drum herum kommen. So einfach ist es. Deshalb müssen wir uns natürlich auch mit solchen Themen beschäftigen. Dazu, es gibt ja heute noch so einige Vorträge zum Thema, oder gab schon, habe ich gesehen, zum Thema Agil. Also Folge gibt es, glaube ich, der Chef ist tot, es lebe das Team oder sowas in der Art. Klingt ziemlich spannend. Auch wir natürlich beschäftigen uns mit solchen Themen, also gerade das Thema Produktteam und wie autonom müssen Teams sein, ist immer wieder eine Sache, die wir diskutieren. Ich möchte uns trotzdem nochmal zu dem Thema Agil zurückbringen. Für mich ist Agil ideal zusammengefasst mit dem Agilen Manifest. Also man vergleicht es ja oft mit Scrum oder Kanban oder sonst irgendwas. Für mich sind es Regelwerke, wie man agil arbeiten kann. Aber im Prinzip geht es um drei Sachen. Es geht darum, dass wir die Entwickler oder auch die Tester oder auch die Product Owner oder wen auch immer jeden einzeln betrachten und daraus ein Team bauen wollen und nicht Ressourcen sehen oder Prozesse sehen, sondern wir versuchen anhand der Leute ein optimal arbeitendes Team aufzubauen. Wir versuchen Software abzuliefern, die funktioniert und dann schauen wir uns die Dokumentation an. Das heißt noch lange nicht, dass es keine Dokumentation gibt. Das heißt nur, wenn wir eine Software abliefern, dann muss die funktionieren, und zwar vorne bis hinten, also end-to-end sozusagen. Und wir wollen mit dem Kunden zusammenarbeiten, frühzeitig und nicht irgendwie nach einem halben Jahr und dann erfahren, dass alles ganz anders ist. Sondern für uns ist es extrem wichtig, also jetzt auch wenn man zum Beispiel so ein Beispiel wie O2 sieht, ist für uns extrem wichtig, dass wir frühzeitig
Feedback kriegen. Also wir sind, glaube ich, mit O2 schon natürlich in einer sehr geschlossenen Phase seit Dezember auf Produktion mit den Apps, weil wir einfach ganz früh sehen wollten, funktioniert das, skaliert das, kann man das bedienen, ja, und haben natürlich den Kunden da auch eingebunden. Da erzähle ich später auch noch ein bisschen was dazu. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist das Änderungen. Ich weiß nicht, also mir ist es so oft schon passiert, man denkt, man weiß, wie was funktioniert, man fängt man an und am Ende ist doch alles ganz anders. Und das sind diese Änderungen und die sind ganz wichtig, dass wir von vornherein begreifen, dass wenn wir das nicht einbauen in unser Denken, dass wir nie etwas abliefern, was auch wirklich den Kunden zufriedenstellt oder den User zufriedenstellt, weil wir erst wissen, wenn es wirklich benutzt wird, ob es benutzbar ist. Und dann kriegen wir Feedback und dann sehen wir, was passiert. Und da müssen wir dann reagieren können. Das heißt, es ist natürlich ganz schwer, irgendwie einen Plan, der auf ein Jahr ausgelegt ist, vollständig umzusetzen. Dafür gibt es mittlerweile Ideen, sowas wie Minimum Viable Product oder ähnliches, mit dem man sowas umsetzt, mit dem man da Hilfestellungen hat, wie man jetzt zum Beispiel einen längeren Plan umsetzen kann. Trotzdem müssen wir immer wieder daran zurückdenken, respond to change. Und das ist im Prinzip das, wie ich überzeugt bin, dass man arbeiten muss oder sollte, um auch wirklich erfolgreiche Produkte abzuliefern und am Ende auch den Kunden zufriedenzustellen. Und sich selber übrigens auch, weil wer ist schon zufrieden, wenn er irgendwas abliefert, was am Ende keiner brauchen kann oder nur halb. Ja. Und dafür setzen wir Rails ein. Ja. Also PHP, also dazu vielleicht noch kurz was. Also ich will hier auf keinen Fall irgendwelche PHP-Entwickler treffen. Ganz im Gegenteil. Das war das einzige Bild, was ich gefunden habe. Da könnte natürlich auch Java stehen oder sonst was. Alles nur nicht Rails. Richtig? Naja, also bei uns ist keiner so technologieversessen, aber trotzdem hat sich historisch herausgestellt, dass das für uns im Moment zumindest eine ganz vernünftige Technologie ist. Obwohl wir natürlich immer wieder darüber diskutieren, andere Technologien einzusetzen. Und was mag ich daran? Ich habe hier mal so einen Code-Schnipsel rausgezogen, der aus unserer API stammt. Einfach ein Beispiel, das ich finde ganz schön ist. Das ist die Schönheit von Rails und Ruby, dass man eigentlich, wenn man ein bisschen was von Code versteht, sehr schön lesen kann. Das ist jetzt ein Controller. Also ein Controller ist sozusagen die erste Stelle, die irgendwie einen Web-Request anspricht. Und allein aus dem Code kann ich schon sehen, was am Ende für einen API-Call dabei rauskommt. Und zum Beispiel, Sie haben hier oben ein paar Callbacks drin, sehe ich wunderschön. Also das ist das Schöne an Ruby, dass ich sozusagen die Sprache erweitern kann, dass ich sozusagen eigene Logik noch in den Code mit einbauen kann. Also das ist zum Beispiel eine Methode, die wir geschrieben haben und die besagt, dass wenn man zum Beispiel Cancel machen will, die wahrscheinlich hier unten irgendwo ist, die Methode, dass man dafür dann eine PIN mit angeben muss und darüber autorisieren muss. Und da haben wir auch wieder lange drüber diskutiert, ob das Sinn oder Unsinn macht, aber ich finde es schön, weil man es schön lesen kann und es verdreckt nicht sozusagen die Implementierung hier unten, sondern weil es gehört eigentlich nicht wirklich dazu. Es ist sozusagen ein Aufsatz. Und so kann ich halt ganz schön lesen, schon allein aus einem Controller lesen, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist zum Beispiel einer der Vorteile, die ich sehe, dass der Code sehr aussagekräftig ist und man wirklich gut erkennen kann, was am Ende rauskommt. Also einige Leute sagen auch immer, man muss das dann nicht dokumentieren. Man sieht hier, das ist also reell, da steht keine Zeile Dokumentation drin. Kann man sicherlich drüber diskutieren, obwohl ich auch der Meinung bin, dass das so klar ist, dass man dazu keine Dokumentation verschwenden muss. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch komplexere Themen bei uns drin. Aber das ist ein Beispiel, was ich schön finde. Wenn man dann noch mehr Sachen sich anschaut, also es ist auf jeden Fall ein Framework, es ist halt ein Application Server Framework. Wer kennt Rails? Schon einige. Okay. Also es ist ein Application Server Framework, wie jetzt viele andere auch. Hat natürlich einige Punkte, die für uns sehr wichtig sind. Also es hilft uns, dass wir schnell liefern können, ausliefern können. Wir müssen nichts kompilieren. Es ist eine interpretierte Sprache, Ruby zumindest. Wir können dadurch, habe ich jetzt mal so provozierend hingeschrieben, hochqualitative Software entwickeln.
Dabei hilft uns natürlich das Framework. Wieso? Weil das Framework einige Sachen schon in sich drin hat, um die man gar nicht drum rumkommt. Zum Beispiel muss man MVC-Pattern einhalten. Bei größeren Applikationen kann das dann öfter mal zum Problem werden. Also Model View Controller. Was für mich eigentlich das Wichtigste ist, wenn man Rails einsetzt, kommt man um Testing gar nicht drum rum. Also es gibt sozusagen die Referenzdokumentation zu Rails gehen immer von TDD aus, also Test-Driven Development. Das heißt, ich schreibe erst die Tests und dann den Code. Und das ist eine ganz wichtige Sache, speziell bei solchen Sprachen wie Ruby, wo man nicht sicher ist, was man für einen Typ am Ende hat, ist es umso mehr wichtig, dass man Tests hat. Natürlich gilt das auch für alle anderen Programmiersprachen meinerseits, aber besonders auch für Ruby. Und hier ist es im Framework eigentlich schon drin und man kommt daran eigentlich nicht vorbei. Das heißt, bei uns muss ich mit keinem Entwickler darüber diskutieren, warum man Tests braucht, mit niemandem, sondern jeder weiß, dass er erstmal einen Test schreibt, bevor er den Code schreibt. Und das ist eine riesen wichtige Sache, die uns auch dabei hilft, eben zum Beispiel ein agiles Framework oder Toolset umzusetzen, was da Extreme Programming heißt, was eben sowas zum Beispiel voraussetzt. Oder auch sowas voraussetzt, wie ich es eben angesprochen habe, man weiß nie, wie es eigentlich wird, also mache ich es so einfach, wie es nur irgendwie sein kann. Und wenn ich denke, ich mache es ein bisschen komplizierter, dann lasse ich es lieber. Obwohl, da habe ich auch, sagen wir mal, da kann man auch nochmal drüber diskutieren, aber im Grunde genommen hilft uns eben dieses Framework dabei, das zu bauen. Auch, wir haben es gerade eben schon gesehen, es ist super einfach, APIs zu bauen oder zumindest Dienste für APIs zu bauen. Das geht relativ schnell und einfach. Und damit bildet es natürlich eine perfekte Basis, um Microservices zu schreiben. Ja, wenn man jetzt also Microservices wirklich micro sieht, dann ist Rails schon fast wieder ein bisschen zu groß dafür, weil es schon ein ganz schön heftiges Framework ist. Also wir sehen da unten Active Record zum Beispiel ist das Hibernate von Rails, also da die Datenbankschnittstelle, ja. Warum das damals entschieden? Das ist in der Bank vor ungefähr 10 Jahren entschieden, vor meiner Zeit. Soweit ich das verstanden habe, hieß es damals, ich brauche schnell ein Frontend und dafür ist Rails einfach wirklich ideal. Also man kann in kürzester Zeit eine Website bauen, auch wirklich schnell was ausliefern und ganz ehrlich, die Entwickler damals haben halt Rails cool gefunden. Also es gab keine wirklichen triftigen Gründe. Heute verstehen wir immer mehr, warum es Vorteile hat, oder für uns zumindest. Aber das heißt jetzt nicht, dass irgendein anderes Framework so viel schlechter ist. Ja. Obwohl ich wirklich sagen würde, also mir gefällt total gut, dass da das Testing so feste drin ist. Das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das habe ich selten so gesehen. Also zusammenfassend, Rails hilft uns dabei, kontinuierlich und schnell abzuliefern und oft zu ändern. Auch das wieder, agile Methodik. Das spielt alles damit rein. Also wir brauchen auch Technologien, die das ermöglichen. Jetzt komme ich zum Negativen. Das ist unsere größte Applikation. 70.000 Codezeilen, 90.000 Testzeilen. Man sieht dann schon, wie viele Tests man hat und wie viele Codezeilen man hat. Wir haben 10.000 Unit-Tests da drin. Wir haben ungefähr eine Code-Coverage von 98-99%. Das haben wir aber fast überall. Also das bedeutet, dass im Prinzip 98-99% des Codes mit Tests abgedeckt sind. Ja, sagt nichts über die Tests aus, ist klar. Aber gibt uns wenigstens einen Anhalt darüber, dass wir eine gewisse Qualität in unserer Software drin haben. Wenn man guckt, Code-to-Test-Ratio ist 1:1,3, das ist schon relativ gut. Das heißt, wir haben mehr Tests und mehr Testcode als eigentlichen Code. Und da sind noch nicht die End-to-End-Tests mit dabei. Also wir haben dann nochmal 10.000 Integration-Tests, die halt wirklich sozusagen vom Browser bis zur Datenbank und zurück einmal durchtesten. Und mittlerweile auch eine ganze Menge End-to-End-Tests, wo sogar das Core-Banking-System mit integriert ist und wo man so ein komplettes Onboarding automatisiert durchtesten kann oder Transaktionen, was auch immer man haben will. Das ist die Grundlage, um überhaupt agil arbeiten zu können, meiner Meinung nach, Tests. Deshalb muss ich da immer wieder drauf zurückkommen. Wir können nur refactoren, wenn wir wissen, dass sozusagen Tests das irgendwie abfangen. Man darf natürlich nicht erwarten, dass jeder Test, also das höre ich auch oft von den Entwicklern,
Also es passiert öfter, als man denken kann, dass ich sozusagen Code kriege und dann heißt es ja, alle Tests sind grün. Super, was willst du denn mehr? Und dann guckt man sich's an und natürlich gibt es Fälle, die nicht bedacht wurden, die nicht klar waren. Also das bedeutet nicht, dass es ausreicht, einen Code abzuliefern, der einfach nur grün ist, sondern wir müssen schon gucken, wie wir den integrieren, speziell wenn man sich Microservices anguckt. Da wird es nämlich echt kompliziert. Und wenn man sich jetzt so einen Code anschaut, dann rede ich natürlich mit den Leuten über sowas ziemlich oft, über Legacy. Wer will schon mit sowas anfangen oder da mitarbeiten? Ich bin der Meinung, das ist eigentlich das, was uns ausmachen sollte als Softwareentwickler. Also wir müssen uns diesen Dingen stellen, weil auch da wieder, wenn wir agil arbeiten, dann liefern wir alle Woche, alle zwei Wochen Code aus. Und danach ist der im Prinzip fast schon Legacy. Das heißt, da müssen wir sozusagen, oder wer mag schon den Code, den er vor 3 Jahren geschrieben hat? Wer mag den? Wer findet den gut? Ich auch nicht. Deshalb, auch die Diskussion führt man immer wieder, ja, es ist immer besser, alles from scratch neu zu schreiben. Ja, schon, aber wie migrieren wir die Daten? Oder wir haben Kunden, die wir unterstützen müssen. Wie migrieren wir die denn auf die neue Version inklusive Daten? Das ist keine einfache Frage. Nichtsdestotrotz versuchen wir das natürlich irgendwie zu lösen, da komme ich gleich noch dazu. Also bei uns heißt es Breaking up the Monolith. Also wir versuchen natürlich immer daran zu arbeiten, dass wir auch große Monolithen Methodiken haben, die klein zu halten. Für mich ist das dann auch wiederum die Kunst der Softwareentwicklung, ist wirklich aus meiner Sicht auch in der Lage zu sein, komplexen Code zu verstehen und sich einarbeiten zu können, aber auch zugleich zu verstehen, dass man nur in kleinen Schritten ändern kann. Man kann halt nicht, man muss immer iterieren. Und deshalb sage ich auch, für mich ist ein Softwareentwickler besteht aus 3 Säulen, wenn man so will. Das eine ist die Softwareentwicklung, dass man weiß, was Solid ist, dass man weiß, wie man kleine Methoden schreibt, wie man versucht, nicht zu viel Logik in eine Klasse zu packen. Diese ganzen Geschichten, die man in 130.000 Büchern lesen kann, das ist 1/3 meiner Meinung nach der Kunst des Softwareentwicklers. Das andere Drittel ist, dass man in der Lage ist, in einem Team zu arbeiten, was auch wichtig ist. Und das andere Drittel ist auch, dass man versteht, was ist denn ein Business Requirement? Was will der denn eigentlich jetzt von mir? Und wie ich weiß, oft ist es so, dass man das Gefühl hat, es ist schlecht beschrieben. Schon klar. Trotzdem muss man auch in der Lage sein und sich dem stellen, dass man das verstehen will. Und natürlich, und da bin ich auch fest davon überzeugt, mit dem Kunden reden. Dann verstehe ich, was die wirklich wollen. Also man sollte sich auch nicht davor scheuen, man muss natürlich Regeln einhalten, aber man sollte sich nicht unbedingt davor scheuen, die Entwickler mit dem Kunden reden zu lassen. Und wer mal was ganz Nettes über Legacy und sowas lesen will, also das ist ein super, super Blog-Post, den hätte ich fast nicht besser schreiben können. Er spricht mir aus dem Herzen. Und da geht es wirklich darum, dass das, also auch mit ganz vielen Leuten, mit denen ich rede, mit Leuten, die sich bei uns bewerben, sieht man immer wieder, dass es immer wieder das Gleiche ist. Also ich muss mich irgendwie dem Thema stellen, dass es halt schon Software gibt, die schon da ist. Und mit der muss ich mich befassen. Und das beschreibt das eigentlich perfekt. Und damit komme ich zum Punkt unseres Monolithen, wenn wir daran wieder zurückdenken. Manchmal kommt er mir natürlich so vor, wenn ich sehe, wie viel Code da drinnen stehen und wie viele schöne Geheimnisse da drin sind und man nicht weiß, oft nicht weiß, was passiert, obwohl man fast 100% Testabdeckung hat, heißt es noch lange nicht, dass wir uns dem nicht stellen sollten. Und da haben wir, das wollte ich einfach mal zeigen, haben wir über die Jahre uns ein bisschen einen Plan überlegt, wie wir vorgehen sollen. Also wenn man zurückdenkt, das habe ich auch nicht erzählt, ist aber auch wichtig zu verstehen, die Software wurde ja nur für die Fidorbank Deutschland entwickelt. Und da kommt sie eigentlich her. Ein Kunde, eine Sprache, eine Währung. Heute haben wir UK, dann haben wir irgendwas in Arabien, dann haben wir noch andere Länder, Russland ist dabei, wo wir die Software hinaus liefern. Und das heißt, die Software muss mittlerweile Multi-Currency, Multi-Language. Wir müssen sie installieren können bei einem Kunden. Also die Anforderungen sind total anders geworden. Das heißt, geht bis dahin, dass ich bestimmte Code-Sachen nicht in Russland ausliefern will, die ich in Deutschland drin habe oder unterschiedliche Logiken haben will oder zum Beispiel was einblenden will hier und was ausblenden will da. Was wie Feature Flags oder wie bringe ich was wirklich in Produktion.
Und da haben wir uns einen Plan gemacht, da gibt es auch, das ist wieder was Schönes an Rails, da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man hergehen kann. Der klassischste Weg, der jetzt nichts mit Rails zu tun hat, ist natürlich der, in Microservices abzulösen oder auszulösen. Auch das haben wir uns angeschaut, auch das schauen wir uns weiterhin an. Hier kann man so ein bisschen die Fortschritte sehen. Da muss ich natürlich drüber nachdenken, komme ich nachher noch ein bisschen dazu, wie koppel ich die dann? Und das andere ist natürlich, was kann ich mit einem Monolithen machen? Wie kann ich den zum Beispiel modular machen? Ist ja auch eine Möglichkeit. Also zum Beispiel haben wir uns angeguckt, welche Gems, das sind die Libraries in Ruby, können wir ausbilden, die jetzt nicht unbedingt in die Software gehören, die wir wiederverwenden wollen. Und was halt auch schön ist, es gibt Engines und Plugins in Rails. Das sind im Prinzip nochmal eigene Applikationen, die ich dann bei Bedarf einhängen kann oder nicht einhängen kann. Das heißt, wir können dann wirklich eigene Teile der Webseite oder der API in eigene Software-Repositories auslösen. Auch das hat wieder Vor- und Nachteile, weil wenn ich irgendwas ändern will, dann muss ich vielleicht gleich mal zwei Änderungen machen auf zwei Repositories, also muss ich mir immer überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht oder muss ich es nachher machen oder nicht. Ein Punkt, der uns dabei halt stark aufgefallen ist, es ist relativ einfach, Sachen auszulösen, die nur Logik haben und überall da, wo natürlich Persistenz dabei ist, wird es schwierig, wenn ich migrieren muss, wie ich eben schon gesagt habe. Für uns ist es so, wenn wir was deployen, dann muss das Zero Downtime kompatibel sein, das heißt, das muss deploybar sein ohne Auszeit. Das bedeutet, ich muss den Code davor unterstützen und ich muss den Code danach unterstützen. Ich muss die Persistenzschicht davor unterstützen und die Persistenzschicht danach unterstützen. Manchmal nicht so einfach. Speziell, wenn es darum geht, Schemaänderungen, Datenmigrationen und so weiter. Wenn wir dann angucken, wie kann man Rails jetzt im Bankenbereich, also ich habe jetzt eher allgemein über Rails geredet, anwenden und angucken, dann ist das natürlich vielleicht auch mal ganz interessant. Ganz ehrlich, es gibt keine Erfahrung mit Rails im Bankingbereich, gibt es einfach nicht. Es gibt, glaube ich, mir bekannt keine andere Bank, die das macht. Heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann. Damit fehlen natürlich einige Sachen, die man vielleicht im Java-Bereich kennt, sowas wie Distributed Transactions, Workflow Engine, Decision Engine, was auch immer es da für verschiedene Libraries und Frameworks gibt, die man irgendwie einbauen kann, all das haben wir nicht. Und da muss ich mich natürlich in jedem Fall entscheiden, will ich es bauen oder will ich es nicht bauen oder hole ich es mir dazu. Nichtsdestotrotz braucht man die immer und diese Frage muss man sich natürlich immer stellen, braucht man jetzt überhaupt eine Distributed Transaction zum Beispiel? Gibt es auch andere Wege, wie man sich das lösen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, ich will nur sagen, man kann es auch anders lösen. Und natürlich, im Banking-Use-Case haben wir jetzt nicht viele Möglichkeiten, uns irgendwie mit anderen Firmen auszutauschen, auch klar. Ein großes Problem, was wir noch im Ruby-Umfeld haben, ist, dass Multithreading nicht wirklich gut unterstützt ist, auch wenn die Ruby Kollegen sagen, dass das so ist. Wenn man sich die ganzen Libraries anschaut, da sind, glaube ich, 20-30% Multithreading fähig und die anderen halt nicht. Und damit ist es halt auch nicht so toll. Auch da kann ich wieder sagen, bisher war das noch nie ein Problem. Es ist immer noch völlig in Ordnung, dass wir keine Multithreads haben, sondern es gibt dafür auch andere Lösungen teilweise. Man redet dann auch über Performance-Issues. Auch da kann ich sagen, also wenn man nur kontinuierlich daran arbeitet, die Performance zu optimieren, dann ist es meistens so, dass es eher mehr Sinn macht, einen Datenbank-Query zu optimieren, als manchen Code, obwohl man das auch nicht so allgemein stehen lassen kann. Aber jetzt im Ruby selber haben wir bisher in den seltensten Fällen Performance-Issues gehabt. Ich wiederhole nochmal, ein riesengroßes Super-Framework für APIs und Web-Frontends meiner Meinung nach. Und aber auch nicht das Tool, was man sozusagen den Hammer, den man auf jeden Nagel draufhauen kann, ist es jetzt auch wieder nicht. Das heißt, in vielen Fällen gibt es wahrscheinlich einen Sinn, sich auch für eine andere Technologie zu entscheiden. Aber dafür gibt es ja jetzt das Vorgehen, dass man sagt, man will Multiple Services. Ich habe jetzt besonders nicht den Begriff Microservices benutzt, sondern man versucht ja auch, eben in Services auszulagern. Und wie man das machen kann und wieso das wichtig ist, springe ich jetzt wieder von der Technologie zu den Leuten. Ich habe festgestellt, ich war am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend, was die Microservices angeht, aber
man kann schon ein paar riesengroße Vorteile sehen, die auch speziell dann wiederum sich in Teams sichtbar machen. Und deshalb wollte ich dazu noch ein bisschen was erzählen, wie wir uns in Teams organisieren. Disclaimer, ist das für jeden so umsetzbar? Keine Ahnung. Man muss sich das immer anschauen und sehen, geht das oder geht es nicht. Ich kann jetzt nur sagen, wie haben wir es gemacht. Ich kann auch nur sagen, bisher klappt alles ganz gut. Wir werden sehen, wie es in Zukunft ist. Wir haben uns ungefähr vor anderthalb Jahren entschieden, nachdem viel Kritik aus dem Entwicklungsteam gekommen ist, dass sie nicht mehr im großen, also wir waren ungefähr 30, 35 Entwickler, dass sie nicht mehr in so einem großen Team arbeiten wollen, sondern dass sie lieber kleinere Produktteams machen wollen. Das war natürlich hip oder ist immer noch hip, also man will Produktteams machen. Und wir haben lange darüber diskutiert und haben uns dann entschieden, den Weg zu gehen. Und wie gesagt, bis heute habe ich es nicht bereut. Es sind natürlich immer noch ein paar horizontale Sachen offen geblieben, komme ich gleich dazu, aber wir haben es geschafft, ein eigenes Team für die ganze Kartenverwaltung zu bauen, also Kreditkarten, Handling, Processing und so weiter und so fort. Wir haben ein ganz wichtiges Produkt, was um die Bank drumherum ist, das ist die Community. Das heißt bei uns, das unterscheidet uns auch ein bisschen zu anderen Banken, gibt es keine Berater oder irgendwelche, zumindest keine, die von uns bezahlt werden, keine Berater oder irgendwelche Niederlassungen, wo man irgendwas fragen kann, sondern dafür haben wir eine Community. Da helfen die Kunden sich selber. Und das funktioniert auch ganz gut. Und die Software, also das war übrigens die Software, die am Anfang entwickelt wurde, wo der ganze Feeder-Gedanke herkommt. Und das ist zum Beispiel ein Produktteam, was wir dann ausgebildet haben. Oder alles, was um den Kunden drumherum ist, um das Konto drumherum ist, ist in einem eigenen Team. Alles, was irgendwie mit Krediten zu tun hat, mit Dispo, mit, wir haben noch sowas ganz Nettes, so eine Art Short-Term-Loan, also dass man, Geldnotruf heißt es auf Deutsch, genau, dass man halt schnell kleine Mengen an Geld kriegen kann. Und dann gibt es natürlich noch das Payment-Team, das halt sozusagen sich um alles kümmert, was irgendwie mit Geldtransfers zu tun hat oder mit Bankensystemanbindung. Das sind so die Produktteams, die wir dann gegründet haben und haben aber auch gleichzeitig noch an drei horizontalen Teams festgehalten. Kann sich alles ändern, aber im Moment ist es so. Wir haben also ein DevOps-Team. Auch hier wieder, ich glaube, da wiederhole ich nur das, was man überall im Internet lesen kann. Wenn man Microservices machen will, dann bitte nicht, wenn man kein DevOps-Team hat, was irgendwie in der Lage ist, schnell und kompetent Sachen zur Verfügung zu stellen. Also brauchen wir das. Wir brauchen ein Frontend-Team nach wie vor, die sich darum kümmern, sozusagen homogen über alle Applikationen einen eigenen Standard zu machen, obwohl das wirklich was sein könnte, was man in Zukunft mal auflösen kann und in die Produktteams reinschieben kann. Und das Gleiche gilt noch fürs Testing. Auch da fahren wir horizontal, sodass aus dem Testing-Team in jedem Produktteam zum Beispiel ein Tester zur Verfügung gestellt wird, der aber aus dem Testing-Team kommt. Und was uns halt aufgefallen ist, was ganz wichtig ist, was man bei diesen Produktteam-Gedanken immer wieder vergisst, ist, man hat dann diese Services, aber wer guckt sich eigentlich an, ob die zusammenarbeiten? Ich nenne es Integration-Teams, halte ich für das Wichtigste, bin ich auch mal interessant, würde mich auch mal total interessieren, wie andere Firmen das machen, aber ich bin der Meinung, man braucht da nochmal ein eigenes Team, was dafür sorgt, dass diese Verbindung zwischen den Diensten auch wirklich funktioniert, dass man am Ende auch wirklich was hat, was funktioniert und die darauf dediziert sind und die sich darum kümmern. Und so haben wir pro Kunden, den wir haben, ein eigenes Integration-Team, was sich nur darum kümmert, Software zu schreiben und zu integrieren für die Kunden. Und das führt dann dazu, dass wir Projekte machen können mit motivierten Mitarbeitern, also das muss man schon sagen, da kamen wirklich gute Rückmeldungen, nachdem wir die Änderungen gemacht haben. Vorher waren nicht nur die Entwickler, aber die vor allem relativ unzufrieden. Mittlerweile muss man wirklich sagen, dass sich dadurch einiges geändert hat und viel mehr Zufriedenheit da ist. Und das ist der große Vorteil, den ich an Produktteams und damit auch an sowas wie Microservices sehen kann, ist, dass man wirklich als nicht nur als Entwickler, sondern als komplettes Team eine Logik für sich in Anspruch nehmen kann und Verantwortung dafür übernehmen kann und sagen kann, das ist meins, das habe ich gebaut, bin ich jetzt verantwortlich oder dieses Team ist verantwortlich und das klappt, das funktioniert gut, das hätte ich nicht so gedacht. Und dementsprechend muss man natürlich auch Vertrauen aufbauen, klar, logisch, dass man vertraut, dass das passiert,
ganz ehrlich, das ist auch ein iterativer Prozess. Also auch da muss man immer mal wieder hinterher gucken und schauen, ist jetzt das da, was man sich jetzt eigentlich vorgestellt hat oder was der Kunde sich eigentlich mal gewünscht hat. Und all das ist nichts Neues. Das kommt immer wieder aus der agilen Softwareentwicklung. Deshalb referenziere ich, das ist ein Zitat, das kommt jetzt nicht von mir. Wenn man sich dann, mal kurz auf die Zeit, Viertelstunde habe ich noch, ich versuche mal schneller zu machen, weil eins ist mir noch wichtig, dann hüpfe ich mal über den Use Case O2 Banking hinweg. So sieht zum Beispiel die O2 App aus, das ist, kann man auch in den Medien lesen, ist jetzt nichts Geheimes, die wir da gebaut haben, die sozusagen auf unsere API zugreift. Man hat ein komplettes Konto in Übersicht, man kann Geld transferieren, man kann eine Transaktionsliste sehen, hier kann man Dispo beantragen oder so einen Geldnotruf machen. Und das Schöne ist auch, dass man das gleich mit seinem O2-Vertrag verbinden kann, logisch. Das will natürlich, ist natürlich O2 wichtig, dass man das sozusagen mit dem Vertrag verbinden kann. Das heißt, man kann im Prinzip sich als Zinsen Megabytes auszahlen, dass man dann zum Beispiel mehr Datenvolumen hat oder sowas in der Art. Das funktioniert auch wirklich ganz nett. Und das Ganze ist dann 100% mobil, 100% API-basiert, benutzt unser Core-System. Wie gesagt, verbindet sich dann noch automatisch zu einem O2-Bonussystem, wo diese Megabytes gebucht werden können und noch viel mehr. Und da kann man dann beliebige Ideen machen, das ist wirklich ganz nett. Und ist im Prinzip ein Onboarding, innerhalb von 10 Minuten werde ich Kunde, muss ich nicht zur Post rennen oder sonst irgendwas, sondern nutze diese modernen Video-Ident-Verfahren. Das ist jetzt auch nicht 100% neu, aber in der Form ist es ziemlich einzigartig. Eine kleine Erfahrung, die ich da, bevor ich nochmal zum Thema Microservices komme und dann hoffentlich schnell für Fragen zur Verfügung stehe, eine wichtige Sache, die ich dazu noch sagen will, ist, agile Methoden funktionieren nur dann, wenn ich Kunden habe, die auch agil arbeiten. Wenn ich Kunden habe, oder zumindest dann optimal, wenn ich Kunden habe, die agil arbeiten. Also diese hybriden Modelle, die sind schwierig. Heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, heißt nur, dass es schwierig ist. Also immer dann, Warnung, immer dann, ich kann nicht alle Konstanten in einem Projekt konstant halten. Das ist so ein bisschen Unschärfe in Projekten drin. Also meiner Meinung nach, Fixed Time, Fixed Price, Fixed Scope, unmöglich. Irgendwo brauche ich Variablen in der Geschichte, weil ich es nicht vorhersagen kann, wie es sein wird. Und deshalb muss man da natürlich darauf achten, dass man nicht alles fix zusagt, sondern wirklich versucht, Flexibilität noch in der Sache drin zu behalten. Zum Beispiel, wenn die Zeit, an denen es live gehen soll, also das gilt übrigens auch für die ganz normale Planung für Softwareentwicklung, also ich darf mich als Entwicklungsteam nicht darauf einlassen, auf feste Zeit, auf festen Preis und auf festen Scope mich festnageln zu lassen. So, es sei denn, ich bin ganz sicher, dass ich das abliefern kann. Aber im Normalfall, glaube ich, funktioniert es in seltensten Fällen. Das heißt, wenn die Zeit konstant ist, wenn ich also einen Liefertermin habe, wie wir es jetzt bei O2 zum Beispiel hatten, wo klar, immer klar war, wann es live gehen muss, dann kann ich nicht den Preis und oder den Scope konstant halten. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Also zumindest von längeren Projekten ist es nicht möglich, meiner Meinung nach. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, den man meiner Meinung nach für erfolgreiche Projekte braucht. Deshalb wollte ich das darauf nochmal hinweisen. Kommen wir wieder zur Technik. Springen wieder. Microservices versus monolithische Applikationen. Ja. Schönes Beispiel für Microservice meiner Meinung nach, was man manchmal sieht. Ob jeder Microservice immer Sinn macht, muss man sich dann natürlich fragen. Das sind schwierige Entscheidungen. Was man zu Microservice sagen kann, ich wiederhole das mal ganz kurz, das sind kleine, unabhängige Dienste. Wichtig ist es unabhängig und klein. Die eigentliche Komplexität der Applikation wandert damit nicht weg, wie man sich manchmal denken kann, sondern in die Kommunikation zwischen den Diensten und macht es auch nicht einfacher. Die meisten Microservices kommunizieren über APIs miteinander. Achtung, Kopplung. Sie sollten höchst entkoppelt sein. Das bedeutet, wenn ein Service ausfällt, sollte nicht die ganze Applikation stehen. Sonst kann ich relativ schnell eine Verfügbarkeitshochrechnung machen, die nicht viel besser wird oder eigentlich nie besser werden kann, wenn ich mehr neue Services hinzubaue. Sie
sind wirklich fokussiert auf eine kleine Aufgabe. Das finde ich sehr schick und interessant an diesen Konzepten. Und sie unterstützen natürlich diesen modularen Approach von Continuous Deployment und System Buildings. Das ist kopiert aus Wikipedia, deshalb mache ich das mal ganz schnell. Microservices sind außerdem natürlich sehr hip. Jeder will es irgendwie machen. Oft würde ich sagen, lösen sie nicht gerade die Komplexität auf. Muss man wirklich aufpassen, ob sie das in jedem Fall tun oder nicht. Ist immer ganz, ganz klar zu überlegen. Auch das ganze Thema Testing, Integrationstesting da in dem Fall, ist extrem komplex, weil ich muss ja mehrere Services zusammen testen. Wie mache ich denn das? Kann ich die mocken, kann ich die nicht mocken? Kann ich also irgendwelche Emulierungen bauen? Muss ich die zusammenschalten oder nicht? Das ist extrem komplex. Auch das Thema Deployment muss man sich natürlich genau überlegen, wie kann man Microservices deployen. Auch die ganze Sache Kommunikation zwischen den Diensten ist sehr anspruchsvoll. Also ich muss ja eigentlich in den meisten Fällen dafür sorgen, dass die Dienste lose gekoppelt sind oder asynchron gekoppelt sind. Dazu brauche ich dann wieder irgendwas, was diese asynchrone Kopplung ermöglicht, sowas wie zum Beispiel eine Message Queue. Da mache ich natürlich eine ganze Büchse der Pandora auf, wenn ich sowas noch einbaue. Komme ich aber wahrscheinlich nicht drum rum. Deshalb wieder starkes DevOps-Team, starkes Infrastrukturteam. Ohne das geht es nicht. Also wir haben, glaube ich, mindestens ein Jahr gebraucht, um eine Konfiguration für eine Message Queue hinzustellen, mit der wir jetzt zufrieden sind, weil man da auch extrem viele Diskussionen zuführt. Auch das ganze Thema, wie man dann, wenn ein Microservice da ist, wenn man es feststellt, irgendwelche Responsibilities hin und her schiebt, ist durchaus nicht zu unterschätzen. Trotzdem, auch hier wieder, auch da helfen uns die Microservices. Die Software muss am Ende funktionieren. Also nur wirklich funktionierende Software. Und funktionierende Software heißt wirklich so, wie der Kunde es gedacht hat, ist der einzige Mechanismus, wie man Fortschritt messen kann. Und auch da war ich sehr überrascht, das habe ich vorher nicht so gesehen, würde ich schon aber mittlerweile unterschreiben, auch Teams, die sich hauptsächlich selbst organisieren können und selber verantworten können, was sie zum Beispiel nutzen, in Grenzen. Also zum Beispiel neue Technologien ist eine schwierige Sache. Also zu mir kommen dann immer wieder die Leute, sagen, ja, warum nehmen wir nicht mal Rust her oder Elixir oder sonst irgendwas? Und dann muss ich halt immer die Frage stellen, die ist ein bisschen unfair, aber berechtigt, glaube ich. Und wer betreibt mir das 24x7 mit einer Stunde Reaktionszeit, wenn ihr drei Leute in dem Team seid? Das sind halt die Fragen, denen man sich stellen muss. Das hilft nichts. Das klingt schön, aber nicht in jedem Fall kann man sich dafür, oder JavaScript als Frontend-Technologie für eine Banksoftware, ja, ist sicher die Zukunft. Sind wir da jetzt schon, um wirklich sagen zu können, wir haben da was, mit dem wir in Produktion gehen können, muss man sich anschauen, muss man sich in jedem Fall anschauen. Heißt nicht nein, heißt nur, manchmal muss man sich dann halt dagegen entscheiden. Trotzdem kann man noch viele Entscheidungen selbst treffen, finde ich, und das zeigt dann halt wieder, dass man sozusagen diese Sache, die man baut, auch wirklich selber beeinflussen kann und da wirklich Kontrolle drüber hat. Und das ist ganz wichtig, oder habe ich gelernt, dass es ganz wichtig ist, weil dadurch kommt wirklich auch Motivation zustande, weil man wirklich das Gefühl hat, man hat irgendwie sowas wie ein Haus gebaut oder sowas. Genau. Das ist noch eine kurze Geschichte. Oder ich versuche sie kurz zu machen. Noch so ein paar Punkte, erfahrungstechnisch, agil. Wichtig sind die Demos meiner Meinung nach. Unbedingt, also wenn man, ich weiß nicht, ob alle hier schon agil arbeiten oder auch nicht, meine Erfahrung ist, in kleinen Schritten anfangen. Scrum ist sicherlich das Totschlagpaket, da würde ich immer gucken, was ich davon brauche, ist aber eine super Sache. Aber braucht man alles davon? Was ich als unglaublich wichtig ansehe, ist Demos. Und zu Demos alle möglichen Leute einladen, Kunden einladen, Teammitglieder einladen und nicht akzeptieren, wenn irgendwas auf Localhost läuft oder so, sondern das muss End-to-End laufen. Also, weil dann erst dann weiß ich, dass es funktioniert. Teams unbedingt Implementierungsentscheidungen machen lassen, nicht von außen irgendwie reintragen. Das ist ganz schlecht. Auch wenn es manchmal hart ist. Auch Teams in die
Kommunikation mit dem Kunden einbinden, zumindest wenn möglich. Auch da sehe ich viel Wert. Stand-ups mit dem ganzen Team, aber unbedingt an die Timebox halten, also nicht mehr als 15 Minuten. Alles andere ist schwierig. Dann lieber Diskussionen rausziehen. Und ganz wichtig, wenn man von Teams anguckt, also das sehe ich immer so ein bisschen wie eine Sportmannschaft oder eine Fußballmannschaft, es gibt einfach Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Der eine kann besser mit dem Kunden reden, bringt dadurch extrem viel Wert mit rein. Der andere kann vielleicht einen komplexen Code in 5 Minuten schreiben, den aber unter Umständen keiner am Ende kapiert oder maintainen kann, auch nicht so toll. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und daraus muss man dann ein funktionierendes Team am Ende bauen. Und deshalb, also meine These zumindest, ist, es gibt keine Überfliegerentwickler und auch keine unglaublich schlechten, sondern man muss halt versuchen, zusammen kann man am meisten erreichen. Und das muss man sich halt immer wieder klar machen und versuchen, in die Teams reinzutragen. Genau. Auch hier wieder, das wiederholt es eigentlich nochmal. Face-to-Face-Konversationen, unbedingt schauen, dass die Leute auch motiviert sind oder irgendwie motiviert sind. Und immer zusammenarbeiten lassen. Und damit komme ich zum Abschluss, zu den Product Increments. Das sind sozusagen die Iterationen. Immer End-to-End-Lösungen, wenn möglich, demonstrieren, immer den Kunden involvieren, immer das ganze Team und immer an die Zeiten halten. Das ist auch ganz wichtig. Ja, immer, aber meistens. Gibt kein immer. Genau, auch hier wieder Zusammenfassung. Ich glaube, jetzt bin ich schon mit der Zeit durch. Ich würde sagen, damit 3 Minuten habe ich noch. Ja, ich kann es vorlesen. Kunden zufriedenstellen, unbedingt auf Änderungen reagieren. Habe ich alles schon gesagt. Ganz wichtig, kann ich nur immer wiederholen. Bitte unbedingt darauf achten, sonst funktioniert es auch nicht richtig. Und wenn man anfängt, nicht die kompletten Regelwerke gleich komplett umsetzen, sondern auch da wieder in kleinen Schritten. Iterationen sind halt wichtig, Änderungen annehmen, Entwickler auch arbeiten lassen und nicht immer an deren Schreibtischen stehen. Dafür gibt es eben zum Beispiel Scrum, wo ganz klar geregelt ist, wer wann mit wem reden darf. Auch wichtig. Aber reden. Und damit bin ich am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wünsche noch viel Spaß und schauen wir mal, ob der Chef tot ist.